Krach. Kaputt. Die Knochen gebrochen. Doch, 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 schön. Oh. Der Hot Mushroom Fire Rate up. Oh, das ist schön. Wir sind klein, haben richtig schnelle Schüsse jetzt. Und sind auch recht schnell unterwegs. Das ist sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, also mit den Items oder so in Binding of Isaac habe ich gerade heute irgendwie bin ich ganz gut dabei, muss ich sagen. Oh, die Spinne will was von mir. Ich mach mal den Stein hier kaputt. Aber ein Seelenherz dazu, wunderbar. Na komm. Komm her. So, ein paar Spinnen. Die gehen doch auch schnell kaputt. So. Na, na, na. Was? Hm. Ah, nee, für eine normale Kiste gehe ich da nicht rein. Zwei Münzen, ja, könnte man fast schon was bekommen. Wie gesagt, hatten wir ja eben gesehen. Im Shop. Aber brauchen wir ja nicht wirklich. Oh, schau an. Du auch hier? Das gibt's ja nicht. So, da oben können wir noch hin. Beim Goldraum. Einen neuen Raum erkunden. Was könnte man denn noch so finden? Ja, wahrscheinlich ist es einfach ein stinknormaler Raum mit irgendwelchen Gegnern. Ja, genau. Sehr schön. Mit unserer Fire Rate, das ist alles kein Problem. Haben wir noch ein Herzchen. Leider keine Bombe. Hm. Tja, schade. Dann hätten wir vielleicht hier mal gucken können, ob da ein Geheimraum ist. Aber so wird das natürlich nichts. Das heißt, wir stellen uns dem Boss. Oh, Gertie Junior. Gertie. Ich denke mal Gertie Junior. Oh, oh, oh. Der Mini-Autoscooter. Oder? Ich halte den immer für einen Autoscooter. Hier mit seinem Röhrchen da oben. So diese Elektroleitung. Oh, oh, oh. Oh, was macht der denn da? Boah, immer diese RAM-Attacken. Da kommen wir ja gar nicht drauf klar. Wow. Oh, schau an. Das ist sehr schön. Das habe ich auch noch nie gesehen. Shot Speed Up. Oh, jetzt schießen wir richtig schnell und auch noch schneller. Jetzt schießen wir richtig schnell. Oh, ich hätte mir das Herz holen sollen. Ja, das ist mir gerade noch aufgefallen. Na gut. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Das halbe Herz werde ich schon sicherlich irgendwo noch anders herbekommen. Unsere Schüsse, ey, das gibt's ja nicht. Richtig schnell. Richtig schön. Oh, 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 oh. Nicht einkreisen lassen. Sehr gut. Ah, diese doppelten Spinnen, die sich dann aufteilen, die sind auch nicht sehr schön. Eine Kiste, die wir eventuell freispringen können. Aber wir haben überhaupt keine Bomben. Oh, nee. Och, nee. Nein. Oh. So wird das doch, oder? Ja, so wird das. Nee, nee, diese Gegner. Oh, die könnten mir vielleicht den Geheimraum ersprengen, falls der denn hier unten sein sollte. Ah ja, schön. Danke. Danke, Jungs. Oder Mädels. Ja, ich schätze, es ist recht egal. Der Shop lohnt sich auch wieder nicht, aber jetzt haben wir 5 Münzen. Ja, da kann man vielleicht doch was kriegen. Aber ich behalte das wieder erstmal. Man weiß ja nie. Oh, ich bleibe auch mal hier. Oh, oh. Gott. Gott, diese Fliege da. Die macht es nicht gerade einfacher. Nein, 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 nein. Oh. Oh Gott, da haben wir Bomben, aber da kommen wir jetzt nicht ran. Da bräuchten wir die Leiter. Und die können wir wahrscheinlich nur für 15 Münzen oder so wieder im Shop kaufen. Und da haben wir auch nicht genug Geld dafür. Doof, doof. Oh, diese Gegner. Ich hasse sie. Diese Köpfe. Schießen zwar auch daneben, aber irgendwie treffen sie doch mehr, weil sie da so dämlich in der Gegend rumspringen. Wenn wir denen noch gleich noch ausweichen. Na komm. Wenigstens haben wir richtig schnelle Schüsse. Ist das gar nicht so schlimm. Ich gehe mal in den Opferraum. Was haben wir hier? Spinnen leider nur. Schade.
Habe ich schon hier in den anderen Runs, die ich in den anderen zwei Runs, die ich da vorher gemacht habe, habe ich da viel schönere Sachen bekommen. Oh, ja, du kannst eigentlich hier mal aufspringen. Hm? Ja, ja, genau. Genau so. Vielen Dank. Oh, Münzen. Oh, Münzen. Sehr gut. Doch, dann würde ich wirklich sagen, dass wir in den... dass wir in den Shop gehen. Und hier haben wir jetzt Doctor's Remote. Das ist auch ein recht schönes Item. Was macht die Remote? Ich glaube, die ruft eine Rakete her. Ja, ich glaube, damit können wir eine Rakete rufen. Ja, da haben wir jetzt natürlich wieder schön einkreisen lassen. Das muss aber nächstes Mal besser laufen. Zum Beispiel könnte ich jetzt das hier freisprengen, glaube ich, sogar mit der Rakete. Aber ich behalte mir das dann doch lieber für den Boss. Gehen wir noch mal in den Shop. 10 Münzen, das ist sehr gut. Ah, ja, ja, okay. Bum Friend oder sowas müsste es sein. Der sammelt das Geld ein und gibt uns da manchmal ein paar Sachen. Haben wir natürlich auch nicht genug Münzen da. Aber das, ja, das Herz kaufe ich mir jetzt einfach mal, weil ein halbes Herz ist besser als kein halbes Herz. Da an die Schlüssel komme ich auch nicht ran. Oh. Hier könnte ich natürlich noch da dran, aber wie gesagt, ich kümmere mich erstmal um den Boss. The Husk. Okay, The Husk also. Das wird nicht einfach, den zu treffen, und schon habe ich ihn nicht getroffen. Einfach weil der so schnell hier rumläuft. Dafür macht er... Oh, dafür macht er keine Fliegen oder sowas. Aber ah, der trifft mich auch jedes Mal wieder. Kann ja nicht sein. Wow. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Puh. Oh, noch mehr Fliegenspuck. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da ist ja noch einer. Hier, so eine Bartfliege oder Sackfliege. Keine Ahnung. Sah gerade aus wie so ein Bart. Gott, oh Gott. Stammzellen. Und unsere Herzen kriegen wir auch wieder. Uiuiui. So, 2 Münzen. Gibt aber keinen Raum, den wir aufschließen müssen. 8 Münzen da. Bumfriend können wir uns nicht holen. Das heißt, den brauchen wir nicht. Gehen wir weiter nach unten. Ja, das läuft doch schon mal ganz gut. Bisher. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben. Ohohohoho. Ohohoho. Ohohohohoho. Oh je. Oh je. Ja, am besten lassen wir die Spinnen da hinten bei den Fässern. Ja, damit wir die so schön in die Luft sprengen können. Genau. Hier nochmal das Fass kaputt. Damit es uns nicht gefährlich werden kann, auch wenn wir den Raum nie wieder betreten werden. Das weiß ich ja jetzt schon. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Aber ein Arcade Room. Ach, schön. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Mit unserem Glück dürfte da schon was Gutes dabei rauskommen. Oh, ich freue mich. Tja. Schauen wir mal. Hoffentlich bekommen wir ein paar Herzen, dass wir auch diesen Trick hier mit dem Heiligenschein da anwenden können. Das wäre natürlich super. Aber ich glaube, wir haben fast zu wenig... Oh. Oh. Das ist ja geil. Schön, ein weiteres Eternal Heart. Das lasse ich aber da. Diesmal nehme ich es nicht mit. So auf Risiko. Nee, nee, nee. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Komm, gib mir ein paar Herzen. Aber richtige. Keine Münzen. Herzen. Besonders du. Ja, genau, genau. Ich sammle mir erstmal ein paar Herzen ein. An, meine ich. Nicht ein. Ich lasse die erstmal da schön liegen. Ach ja, schön. So muss das sein. Damit ich ganz viele Herzen habe. Oh. Ich glaube, ich mach den mal eher von rechts, dass die neuen Gegenstände nach rechts fliegen, damit die nicht hier mit den Herzen hier in Kontakt kommen. Oh, und da war es auch schon all. Was haben wir denn hier für eine Pille? Telepilz? Oh, 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 oh. Was ist das denn? Oh Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach je. Ach, eine Münze. Da kommen wir aber leider gar nicht so gut ran. Die Feder, da behalte ich... Oh, hm.
glaube, Doctor's Remote macht schon sehr viel Schaden, wenn man damit gut zielen kann. Ich bleib mal bei Doctor's Remote. Ist aber ansonsten, ja, ist okay, muss man sagen. Und dieser Raum mit diesen Fliegen und Spinnen dazu ist echt schlimm. Und was geht denn da gerade draußen ab? Moment, ich mach mal kurz das Fenster zu. Sonst kriegt ihr noch die Geräusche hier von hinten mit. So. Fenster ist zu, jetzt dürftet ihr nichts mehr hören von draußen. Okay, da unten haben wir einen Opferraum. Das könnte ganz gut sein, aber ich will meine Herzen eher an der Maschine opfern. Jetzt haben wir wieder eine Münze. Die setze ich doch nochmal gleich ein. Zack. Oh, schön. Sehr gut. Ja, Schlüssel will ich nicht, ich will Herzen. Ja, genau. Schön, Apparat. Oh, schön. Sehr, 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 sehr gut. Ja, setze ich einfach mal die Herzen ein hier. Kriegen wir auch wieder ein paar Münzen raus. Stimmt ja. Das habe ich ja schon ganz vergessen. Flupp. Ein paar Bomben. Das ist auch nicht schlecht. Da können wir uns gleich nochmal auf die Suche machen. Oh, weitere Münzen. Alles klar. Bitte Herzen, bitte Herzen. Ah, der will gerade gar nicht. So. Da leider nichts, aber die Herzen nehme ich gerne. Ich komme mal hier von unten. Sehr gut. Setzen wir doch gleich wieder was ein. Zack. Gib mir Münzen, ganz viele. So, jetzt müssen wir doch... Müssen wir nicht eigentlich jetzt ein Herz bekommen? Oder kann ich jetzt hier raus und dann wieder rein? Warte, wenn Isaac ein halbes Office, also wenn die Hälfte des letzten Herzes hat, dann verschwindet die Aura, das haben wir gesehen. Und er bekommt ein Seelenherz. Dann wird dieser Bug wohl gefixt, schätze ich mal. Ich gehe hier gerade mal durch. Weil ein Seelenherz bekommen wir ja nicht. Oh, wie doof. Ach, das ist ja doof. Ach, doof. Unsere Aura verschwindet zwar, aber... Oh, schön. Ein Nickel. Dann nehme ich die doch nochmal, die doch nochmal. Ja, Seelenherz könnte ich eigentlich auch nehmen. Oh, weitere Herzen. Oh, eine Pille. Oh, schön. Schön, schön, schön. Nehmen wir die mal wieder mit. Die Pille setzen wir mal gleich ein. Pretty Fly, sehr schön. Ein kleiner Schutz für uns. Jetzt können wir wieder richtig schön zocken. Mit den Herzen. Das ist doch sehr schön. So, Herzen, kommt mal hier hin. Genau. Oh, noch mehr Herzen. Sehr gut. Noch ein halbes Herz. Und noch ein Herz. Noch mehr Geld. Oh, schön, ein Dime. Schöne Sache, schöne Sache. Nehmen wir das Herz wieder auf uns drauf. Ja, genau. Nehmen wir das Herz wieder auf. Nein, nicht einsetzen, noch nicht. Brauchen erst ein paar Herzen wieder auf Vorrat. Ja, genau. Oh, das ist jetzt sehr doof gelegt. Das lasse ich jetzt mal da. Ach, schön. Flylove, das ist auch sehr gut. Bomben. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier auf Herzen hoffen. Bomben, ja, gut. Na komm. Gib mir was. Gib mir was. Gib mir Herzen. Hast du die ganze Zeit so schöne Sachen rausgelassen. Ja, eine Fliege. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr schön. Komm schon. Ja, nicht Rückgeld. Ich will kein Rückgeld. Ich will hier Herzen. Nein, keine Fliege. Ich will Herzen. Herzen. Okay, ich will eine Fliege. Ich will eine Fliege. Gib,
mir eine Fliege, bitte. Das wäre voll toll. Nein, keine Bomben. Ich will eine Fliege. Ne, das klappt leider nicht. 7 Münzen noch. 8 Münzen jetzt noch. Ach, schön. Schön, schön, schön. Komm schon. Gib mir Herzen. Kannst ja mal probieren, dann noch trotzdem die Maschine weiter runterzubringen. Wenn wir Glück haben, dann bekommen wir trotzdem die Blood back. Ja, die Münze liegt jetzt auch wieder doof. Und dann laden sich hier unsere... Ja, ich müsste eigentlich komplett heilen bei unseren 4 Herzen. Aber müsste eigentlich so sein, ja. Können wir da mal probieren. So, kaputt ist sie noch nicht. Wir haben volles Leben. Jetzt kümmern wir uns vielleicht dann doch erst um den Boss oder sowas mit dem vollen Leben. Und schauen danach nochmal hier rein. Das ist vielleicht sicherer. Mal schauen, mal schauen. Ein weiteres Herz und Seelenherz nehme ich auch gerne an mich. Eine Pille. Telepilz, gut, nehmen wir mal mit. Können wir vielleicht noch gebrauchen, um in den Errorraum zu kommen. Das wäre natürlich auch voll super, wenn ich euch das mal zeigen könnte. Was haben wir hier? Ein weiterer unbekannter Effekt. Health up, sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch das Eternal Heart hier. Doch, das wird ein sehr guter Run hier beim zweiten Mal. Haben wir recht oft, muss ich ja sagen. Haben wir recht oft, dass beim zweiten Mal der Run wesentlich besser läuft. Gehen wir nochmal ein paar Münzen hier aus. Noch eine Pille. Okay. Herzchen. Range up. Sehr gut. Ich will noch mehr Pillen haben. Und da ist die Blood Bag. Portable Blood Bank. Ja, das ist natürlich auch sehr schön. Weil da können wir einfach zweimal das benutzen für ein halbes Herz. Wenn wir schnell genug sind, können wir einfach zweimal die benutzen. Und da bekommen wir ja vielleicht auch hier wieder unsere Herzen raus. Ich hoffe es mal. Ich hoffe bloß, dass der Automat nicht so schnell kaputt geht, weil da bekommen wir auch schöne Pillen raus. Speed up! Oh ja. Wir pumpen uns hier mit Pillen zu. Das ist ja nicht mehr schön. Ach, schön. Doch, das ist schön. Das ist schön, dass wir hier sehr viele Münzen kriegen. Und Herzchen würde ich auch noch gerne. Schlüssel, klar, nehme ich gerne. Die Bomben können wir dann auch mal beim Boss einsetzen, wenn wir so viele haben. Aber damit kann ich gar nicht so gut umgehen, muss ich sagen. Also Bomben bei manchen Bossen legen, das hat mich schon manchmal mein Leben gekostet. Nicht schön. Eine Fliege, okay. Eine Münze noch. Können wir eventuell nochmal spielen? Komm, spielen wir nochmal. 3 Münzen. Münzen, ja, ich hätte gerne Herzen. Oder Pillen, oder Pillen. Aber dann würde ich sagen, bevor wir den Rest hier noch verschwenden. An Herzen. Ja gut, verschwenden ist ja nicht wirklich. Ah. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Boss. Schauen wir später nochmal vorbei.